So, meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die Regionalliga Mitte-Analysen aus der vierten Runde. Der FC Wels spielt am Freitag gegen die Sturm Graz Amateure zu Hause 1:1. Castor verliert zu Hause gegen die WSC Hertha mit 0:2. Ebenfalls Ried verliert zu Hause gegen den SC Wels ebenfalls mit 0:2. Allerheiligen verliert zu Hause gegen die WRC Amateure mit 1:4. Und St. Anna schlägt zu Hause Spital an der Trau mit 4:0. Noch die ausstehenden Partien von heute: Völkermarkt gegen Gurten und Geisdorf gegen Stahlbauer ab 19 Uhr. Die kommen dann, da kommen die Ergebnisse morgen. Dann kommen wir zur Tabelle. Spitzenreiter auf Platz 1 St. Anna mit 10 Punkten nach 4 Spielen. Dicht gefolgt von der WSC auf Platz 2 nach 4 Spielen mit 9 Punkten. Auf Platz 3 die Sturm Graz Amateure nach 4 Spielen mit 8 Punkten. Auf Platz 4 Union Gurten nach 2 Spielen 6 Punkte. Wenn sie heute gegen Völkermarkt gewinnen sollten, überholen sie den die Sturm Graz Amateure. Auf Platz 5 nach 3 Spielen der FC Gleisdorf mit 6 Punkten nach 3 Spielen. Auf Platz 6 der SC Karlsdorf nach 3 Spielen 6 Punkte. Auf Platz 7 Stadl Baurer nach 3 Spielen mit 4 Punkten, ebenfalls mit 4 Punkten. Auf Platz 8 der SC Weiz, ebenfalls auf Platz 9 der DSC mit 4 Punkten nach 3 Spielen. Auf Platz 10 kommt dann TuS Bad Gleichenberg mit ebenfalls 4 Punkten aus 3 Spielen. Auf Platz 11 die WRC Amateure mit 4 Punkten aus 4 Spielen. Auf Platz 12 der UVB Völkermarkt mit 2 Spielen und 3 Punkten. Auf Platz 13 der ATSV Allerheiligen mit 3 Punkten nach 4 Spielen. Auf Platz 14 der FC Wels mit 2 Punkten nach 4 Spielen. Auf Platz 15 die zweite von Ried mit einem Punkt nach 4 Spielen, ebenso mit einem Punkt auf Platz 16 Spital an der Trau mit einem Punkt nach 4 Spielen. Das war's mit dieser Runde und morgen kommen noch die Nachtragsbegegnungen Völkermarkt gegen Gurten und Gleisdorf gegen Stadl Baurer. Also seid gespannt, bis morgen.